Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 3. November. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die im Vorfeld als immens wichtig empfundene Nominierung des nächsten US-Notenbankchefs durch Donald Trump hatte im Verlauf des Donnerstags nach und nach an Spannung verloren. Denn immer mehr deutete auf Jerome Powell, der ja schon seit einigen Jahren im quasi Vorstand der US-Notenbank sitzt, als Janet Yellens Nachfolger hin. Und so kam es dann auch. Ungefähr eine Stunde vor US-Handelsende nominierte Trump Mr. Powell, und da der wohl vom Senat akzeptiert wird und zugleich zu erwarten ist, dass er tendenziell für Kontinuität in der bisherigen Notenbankpolitik stehen wird, war die Reaktion auf seine Nominierung am Devisenmarkt ebenso wie bei Gold oder an der Nasdaq nahezu null. Nur der Dow Jones schleppte sich pflichtschuldig ins Plus, aber mit 0,35% war das am Ende zwar mal wieder ein Schlussrekord, aber als Steilvorlage für den DAX eher zu dünn. Da wartet man bereits auf die um 13.30 Uhr wegen der in den USA noch nicht erfolgten Umstellung auf Winterzeit für uns eine Stunde früher als sonst anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Und man wartet natürlich darauf, welche Impulse die am Wochenende anstehende Reise von Donald Trump nach China geben könnte. Da kann ja einiges gut, aber auch einiges schief gehen, ohne jetzt despektierlich zu wirken. Und man wird natürlich auch hier darauf reagieren, wie die US-Anleger die gestern Abend präsentierten Quartalszahlen von Apple quittierten, die als letzte der ganz großen US-Technologiewerte mit ihren Zahlen kamen. Wie man beim DAX Future reagierte, sehen Sie in diesem Chartbild, das den DAX Future auf 60-Minuten-Basis zeigt, und zwar seit Mitte Oktober. Das kann man diesmal ausnahmsweise sehen, denn ja, die Ergebnisse kamen nach US-Handelsende, wie üblich mindestens eine halbe Stunde danach, aber aufgrund eben dieser noch nicht erfolgten Zeitumstellung hieß das 21.30 Uhr und damit hatte man beim DAX Future noch eine halbe Stunde Zeit, um zu reagieren. Sie sehen allerdings nicht allzu viel. Das hier sind die letzten beiden Stundenbalken, das heißt die Zeit ab 20 Uhr bis Handelsende 22 Uhr. So richtig umwerfend war das nicht. Es ging zwar nach oben, aber da war einerseits ein bisschen Reaktion auf Powell und die Nominierung und den Anstieg des Dow Jones daraufhin drin und dann erst hier ein kleiner Ticken nach oben, was Apple angeht. Nun, Apple lieferte zwar gute Ergebnisse ab, der Gewinn lag, allerdings wunderte das niemanden, weil die Analysten ja grundsätzlich eher defensiv schätzen, lag über den Erwartungen. Der Umsatz, naja, 3,5% über den Prognosen und der Absatz der iPhones nicht so wahnsinnig dolle drüber. 46,7 Millionen Stück verkauft statt 46,35, wie die Analysten schätzen. Das reichte für ein nachbörsliches Plus von etwa 3,5%, so in der ersten Reaktion. Aber das war nicht genug, um außerhalb des Nasdaq 100, wo Apple um die 10% Gewinn hat, eine spürbare Reaktion zu erzeugen. Der stieg ein wenig im Future nachbörslich, aber was bleibt, ist eben ein DAX Future, der zum Handelsende gegenüber dem Xetra-Handelsende nur leicht zulegte. Wir sehen das hier, da haben wir geschlossen bei 13.441 mit einem kleinen Minus von knapp 0,2%. Das hier, wie gesagt, ist der DAX auf Tagesbasis im Xetra-Handel. Eine zwingende bullische Vorgabe für den heutigen Handel haben wir also nicht gerade. Und da auch der Devisenmarkt, die US-Indizes an sich und Gold keine Vorlagen lieferten, werden die Akteure heute eben auf diese Arbeitsmarktdaten blicken und ansonsten im eigenen Saft schmoren. Was allerdings gestern auffiel, es kam zwar nicht zu Anschlusskäufen nach dem Gipfelsturm zum Monatsbeginn, was man allerdings bei einem Plus von 1,8% mit Kurslücke nicht unbedingt hätte erwarten dürfen. Aber es kamen auch nicht allzu viel Gewinnmitnahmen auf, obwohl die Umsätze zwar moderat, aber durchaus nicht klein waren. Die waren halt am Mittwoch sehr hoch gewesen, dementsprechend kommt das hier am Donnerstag etwas schmal daher, aber im Vergleich zum Beispiel zur ersten Hälfte des Oktobers war das schon ganz ordentlich.
Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, allzu viel Spielraum nach unten gäbe es auch nicht, wenn man nicht riskieren will, dass der DAX diese am Mittwochmorgen entstandene Kurslücke schließt und damit in den Bereich 13.220 Punkte zurücksetzen würde. Denn die schlagartig wieder winzige Handelsspanne des Donnerstags ließ daraus einen bearish Harami entstehen. Weiße große Kerze nach einer Aufwärtsbewegung, dann ein kleiner Doji innerhalb des Kerzenkörpers. Das nennt sich bearish Harami. Das ist an sich für sich genommen noch nicht negativ, nur eher eine Art Warnsignal. Aber es würde negativ werden, wenn diesem Harami unmittelbar und damit heute eine rote Kerze nennenswerter Größe folgen würde. Viel Luft nach unten ist also bei diesem Höhenflug nicht gegeben. Andererseits muss man klar sagen, wenn es ungewöhnlich schnell und weit aufwärts geht und das Fundament dafür eher wackelig ist, was zwar nicht immer der Fall ist, aber ja nun mal vorkommt, dann ist so etwas, nämlich dass die Luft nach unten durchaus, beziehungsweise der Spielraum nach unten dünn ist, dann ist sowas eigentlich nur normal. Das heißt, wir würden den Stop-Loss Long bei 13.210 Punkten belassen. Also ein Schließen dieser Kurslücke zulassen, aber dann sofort aus dem Markt heraus sein, sobald der DAX über diese Größenordnung eines normalen Rücksetzers hinaus weiter abrutschen würde. Denn nicht zu vergessen ist, wir sind immer noch ganz gewaltig überkauft und das bedeutet, dass das bärische Lager durchaus sehr schnell Beute riechen könnte, wenn der DAX eben Schwäche zeigt. Und diese weiße Kerze, zwei Dojis mit Kurslücke dazwischen, dann nochmal eine weiße Kerze und wieder ein Doji, ist schon ein Kursbild, wo man sagt, oh, ob da noch so richtig viel Luft drin ist, das wird sich weisen. Übrigens, interessant ist ja, dass das diesem Anstieg hier Anfang September, womit das Ganze überhaupt losging, ähnelte. Das heißt, wir haben schon zum zweiten Mal einen solchen Anstieg, den man, ja, muss man halt sagen, auch wenn es eine Floskel ist, mit der Brechstange vorgenommen hat. Da kam es zu einer Schlafbewegung, dann nochmal ein Impuls, wieder eine Schlafbewegung und das ist jetzt der dritte Aufwärtsimpuls. Bei Elliott würden jetzt wahrscheinlich die ersten Lämpchen angehen und sagen, hoppla, drei Impulse mit zwei Korrekturimpulsen. Wenn es jetzt deutlich heruntergehen sollte, dann könnte es unangenehm werden. Aber warten wir es einfach mal ab. Wir wären mit einem Stop-Loss bei 13.210 Punkten sinnvoll abgesichert. Alles darüber hinaus muss man halt abwarten, kann es nicht erzwingen. Der heutige Freitag könnte spannend werden, wenn die Arbeitsmarktdaten interessant ausfallen. Wir erinnern uns, da hatten wir ja letzten Monat eine böse Schlappe. Erstmalig seit vielen Jahren eine rückläufige Beschäftigungsquote, sprich weniger Stellen als im Vormonat. Das wird diesmal natürlich anders, aber es kommt darauf an, wie viele neue Stellen da geschaffen werden können. Dazu mehr Montagmorgen in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Bis dahin aber erstmal schönen Freitag und schönes Wochenende. Machen Sie es gut.